Hallöchen, Popöchen, liebe Freunde, hier ist das Faxisa-Team. Hier ist meine Tochter und sie Hallo. Hat sich heute was gegönnt. Sie mochte so gerne Harry Potter 1. Wir machen das jetzt auf. Sie mochte Harry Potter 1 und dann haben wir das gesehen, für relativ günstig beim Mediamarkt geschossen. Eine Harry Potter Box, weil sie sagte, oh, zum zweiten wollte sie sowieso mal haben. Und das können sie auch alle kriegen. Und ich möchte auch, dass Samuel da irgendwann die vielleicht geguckt hat und mal berichten. Und vielleicht gucke ich mir sie selber mal an. Harry Potter soll ja wirklich gut sein. Und Fantasie, warum nicht? Wir wollen sie auf jeden Fall anschauen. So, wir machen mal die Box auf. Und Samuel, ich hoffe, du hast dafür irgendwie Stelle. Du musst zugeben, die sieht doch recht cool aus, oder? Ja. Es gab eine andere mit 4K-Box. Sie hat keinen 4K-Blu-ray-Player und geschweige nicht mal den Fernseher und die Box sah toll aus, aber auch preislich fast dreifach. Also wenn es das wert ist. Du darfst sie auch gerne mal auspacken, ich bin echt gespannt. Das sind 8 Discs, wir können jetzt mal kurz mal so zeigen, was ich so schon mal gut finde. Samantha hat mir das so erzählt, kannst du auch noch mal sagen, was das jetzt hier oben zu bedeuten hat? Also da steht auch immer Ja drauf, also Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3. Schuljahr, ne? Ja, und damit meine ich nicht mal die Schuljahre. Und weil es wohl kein 8. Jahr gibt, ist der 8. Teil auf 7.2. Oder vielleicht haben die auch einen Zusammenhang, weil hier wirklich Teil 1 und Teil 2 steht. Aber wir wollen es hier auspacken. Komm, ich bin neugierig. Ist die alle raus? Ja, hol mal raus. Und wir legen die mal alle hin. Oh, noch so ein Harry Potter. Das Dunkle kommt oft unerwartet. Oha, ich bin gleich ein Musical von Harry Potter. Wir können es aber kurz mal einmal hinten zeigen, so sieht es denn aus von hinten, wer das mal interessiert. Darf ich mir die Box jetzt angucken? Ja. Weil mir ist aufgefallen, dass wir definitiv hier nehmen eine Schlange. Und die Schlange besteht man nur, wenn man den Film gesehen hat. Samantha? Ja. Bitte. Erklärung. Ja. Der Stein des Weisen, wie ist das denn hier ab 12? War man ja nicht auch ab 12? War nicht ab 6? Mhm. Nee? Sicher? Mhm. Ich war irgendwie der Meinung, der war ab 6. Der zweite ist. Oh, da. Oh, guck mal, die Covers. Mega! Reine Box. Ich wette, die ersten sind. Achso, nee, das ist jetzt Teil 7. Teil 7 hast du? Das ist Jahr 2. Das Cover sind irgendwie gleich, also wirklich Boxen, die kannst du bestimmt nicht so kaufen. Da wird heute auch heute anders sein. Man sieht richtig, dass diese DVDs zu einer Box gehören, weil das Cover so ist. Ja, das finde ich immer mega. Das finde ich immer grundsätzlich mega, Leute. Das finde ich irgendwie, dann weiß man, ah, die hat eine Box gehabt. Das heißt, wenn sie mal irgendwie kaputt sein sollte oder wie auch immer. Jetzt machen wir ja 3. Oh, ein Greif. Ist das ein Greif oder ist das ein Pferdvogel? Das ist wohl ein Drache. Und das ist, sagen wir da. Das ist der sprechende Hut. Das ist ein sprechender Hut. Super, ich gebe also einen sprechender Hut bei Harry Potter. Ich kann natürlich das Beste was davon erzählen, aber ich will nicht zu viel sprechen. Also keiner ist ab 16. Ich dachte immer, die sind nachher ab 16. Irgendwie ist keiner ab 16. Ihr könnt euch bitte auch sagen, ob da irgendwie Special Edition oder extra längere Fassung gibt, weil ich bei Samuel mal gucken. Ich dachte, die wäre irgendwie ab 6 oder sowas, weiß ich nicht. Oh, der hört sich gut an. Oh, Orden des Phönix. Phoenix. Sind die immer da auf der Suche nach irgendwas oder was hat das zu bedeuten? Liebe Freunde, ihr könnt gerne Kommentare dazu schreiben, was ihr davon haltet. Eigentlich ist das der Phoenix. Eigentlich haben sie das Bild vertauscht. Das Bild hätte bestimmt hier machen müssen. Weil das ist doch eigentlich ein Phoenix. Und nicht Halbblut des Prinz. Das ist eigentlich ein Phoenix. Ich finde immer Phoenix sind so aus. Und das ist ja so Heil des Todes, irgendwas da. Das ist eine Reh. Und hier ist nochmal so ein Drache. Und Samantha, was sagst du dazu? Sieht alle schön aus. Sind auch alle ab 12. Man müsste da mal logisch sehen. Wahrscheinlich sind es nur die ganz normale Fassung. Vielleicht gibt es ja noch extra lange. Du weißt auch, da gab es ja welche ab 16, oder? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Ich finde das hier so schön, dass einmal jeder eine andere Farbe hat. Ja. Plus ein anderes Motiv hat. Der Hintergrund aber jedem der gleiche ist. Hm. Heute spielt eine Rolle. Die Farben? Die Farben? Ja. Ich wüsste jetzt
Ja, Leute, liebe Leute, das ist eure Aufgabe. Klärt das mal ein bisschen auf, wenn ihr wollt. Klärt es auf, was ihr da meint, was wir haben können. Auf jeden Fall werden wir uns da verabschieden und das ist die schöne Box. Liebe Freunde, die haben uns einfach, oder die hat Samantha sich gegönnt, nicht wir, die hat Samantha, die wollte die unbedingt haben. Weil sie alle den ersten Teil kennen. Du kannst mal den ersten Teil sagen. Wie fandst du den ersten Teil? Gut. Gut. So, dass sie den zweiten Teil sehen wollte und dann habe ich gedacht, ja, die kannst du auch gleich passen, die ganze Box, weil die ist günstig war. Und wenn es irgendwie längere Fassungen gibt, kann man sich die immer noch angucken. Bis dann immer noch. Ich bin's dann mit den Foxys.